Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dabo, dem Finder. Wie er schon lange bekannt ist, seine Tochter ist mittlerweile erwachsen geworden, ihr erinnert euch mit Sicherheit. Und ja, sie gilt immerhin auch als Schwindlerin und ist ebenfalls wunderschön. Eine perfekte Gelegenheit also für uns, sie zu vermählen. Und dazu müssen wir hier allerdings die Filter ausblenden. Bluter. Das passt nicht wirklich. Ein fremder Herrscher. Du-du-du-wa. Ja, wir könnten theoretisch mal schauen, ob irgendjemand eine matrilineare Heirat vorziehen würde. Wir könnten sie theoretisch mit einem unserer Vasallen und Champions vermählen. Er müsste doch schon eine Frau haben. Ja. Ja, klar, weil er schon Lobby ist. Würde das denn passen? Es wäre für sie auf jeden Fall ein Vorteil, denn wir verwandt miteinander. Von Bobo und einer Ama. Das muss so weit entfernt sein. Das muss so weit entfernt sein. Wir gehen das Risiko ein. Wie schnell sie doch flügge werden. So, hier geht nun die Schlacht zu Ende. Und die Hochzeit kommt zustande. Sehr schön. Gefangene Kombattanten. Und ich glaube, wir werden hier tatsächlich diesen Krieg sogar noch herumreißen können. Wir gehen hier auf die Belagerung. Und, aha, schaut mal her. Sie ist endlich von dieser Welt geschieden. Das heißt, sie ist für uns nicht mehr länger von Belang. Das war die Dame, die zwei unserer Töchter vor geraumer Zeit gefangen genommen hat. So, ich prüfe mal parallel, was wir hier oben für Optionen haben. Für unsere Tochter, die mittlerweile schon 11 ist, brauchen wir einen neuen Vormund, nehme ich an. Die war wahrscheinlich bei unserer Mutter. Ja, das darf, glaube ich, unsere Frau übernehmen. In welche Richtung geht sie denn? Trinkspiel, da werden natürlich wir eigentlich prädestiniert. 6, 7. Wisst ihr was? Wir machen hier eine Ausnahme. Unser Vater hat das Talent erkannt und hat sich dazu entschlossen, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Also ihr Vater natürlich. So, das sind diese Lehnsherrenübertragungen. Wir können mal wieder Titel schaffen. Herzogtümer en masse. Ja, und jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass wir hier schlecht versorgt sind. Ja, ich würde die Armee hier mal halbieren. Die andere Hälfte nach da unten schicken. So, hier konnten keine Geheimnisse entdeckt werden. Wir könnten allerdings gegen Faber Kepa seine Gattin etwas unternehmen. Nein, das lohnt sich nicht. Warum auch? So, und hier ist die Zermürbung sehr hoch. Das ist natürlich problematisch. Eine Aufgabe erledigt worden. Die Kultur fördern. Ah, und Plackerei und harte Arbeit wartet hier auf uns. Meine Tochter ist schon sehr lange begeistert von einem Hausritter. Ja, fleißig soll sie werden. Warum nicht? Kriege ich dann dieses Darbentier weg?
Und, oh Leute, es ist passiert. Die Kultur hat die Erbteilung entdeckt. Und das wird für uns sofort ein Grund sein. Darauf haben wir hingearbeitet. Dass wir die Nachfolge ändern. Warum kann ich das nicht? Weil... Na? Alle mächtigen Vasallen müssen jeder Änderung zustimmen. Das haben wir doch gerade gemacht. Hat nicht die Innovation Erbherrschaft? Ah. Es fehlt die Feudal- und die oder Clan. Innovation. Ach, da ging es um die Bundteilung. Die haben wir ja ohnehin schon. Hier nun auf das Hauptbuch zu gehen, klingt prinzipiell interessant. Das bringt uns mehr Entwicklung. Wir könnten hier die Kanus entwickeln. Die bringen uns allerdings aktuell relativ wenig. Die Währung, das sind wir auch recht weit entfernt. Was generell interessant wäre, wären die Onager. Und hier fehlen uns noch 4 Innovationen. Gut. Weil hier haben wir dann nämlich die Feudalisierung, meine ich. Nicht mindestens 50% der Innovation der Stammesepoche entdeckt. Ja, das ist klar. Ich würde hier mal auf den Onager wechseln. Denn das Hauptbuch wird ohnehin in 12 Monaten entdeckt. Das geht ganz von alleine. Und in 25 Jahren hätten wir dann Belagerungswaffen. Und wir schauen uns jetzt allerdings parallel auch nochmal die Kulturkarte an. Ja, das hat tatsächlich was gebracht. Wir haben ja hier die Kultur gefördert. Das verstärkt das Ganze jetzt nochmals. Wir prüfen unsere eigenen Grafschaften. Mann ist hier noch in fremder Kultur. Wo Duku passt. Ernst Kasso da oben. Da könnten wir jetzt tatsächlich mal überprüfen. Ne? Lor, hier, Hof. Nein, Rat. Die Kultur fördern würde hier uns hier ins Gasso dauern. Sehen wir das irgendwo? 3 Jahre. Und hier in Mann? 8 Jahre. Na dann gehen wir doch erstmal nach Gasso. Das geht am schnellsten. Tja, und ihn lassen wir weiterhin Aufgebote organisieren. Und ihn haben wir hier positiv beeinflusst. Das machen wir mal noch weiter, das Spiel. Er schifft hier aus. Farin. Unser Cousin. Lobby hier unten. Das heißt, das müsste dann ja jetzt auch... Achso, das war aber doch schon die ganze Zeit. Das wundert mich jetzt. Hm. So, hier laufen die... Schaut mal her. Wisst ihr was? Wir unterstützen ihn hier mal. Ich hoffe, er hält durch. Und unser Sohn soll hier zu einem Fest kommen. Natürlich wird er da sein.
Und hier bei der Schlacht wendet sich nun das Blatt. Nein, das muss ich gar nicht mehr wenden. Wir hätten ohnehin gewonnen. Und wir werden schon wieder in einen Krieg gezogen. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Der Schwindler. Ne, der Schinder. Ja gut, bei einem Schinder, da helfen wir natürlich mit. Da muss auch unser Herr sich schinden. Wie stark ist denn der Gegner noch? Ja, mit 4000 Mann, da kann er nicht mehr viel erreichen. So, und wo ist dieser Krieg? Hallo? Ach, da drüben. Ja gut, da können wir aktuell ohnehin nicht viel helfen. So, die Schlacht ist gewonnen. Wir ziehen nach da oben. Und der Gegner hat noch 4000 Mann. Hat sich jetzt nichts mehr geändert. Unser Kind ist wieder nach Hause gekehrt. Sehr gut. Ja, hier kommen mal wieder 2000 Mann. Wisst ihr was? Wir nehmen sie doch direkt. Ne, wir bleiben hier stehen. 9 Monate soll die Belagerung dauern. Wachsendes Interesse bei unserer Tochter. Manchmal muss man einfach schauen. Weitermachen. Sehr gut. So, die Belagerung geht in wenigen Tagen zu Ende. 85. Und wir ziehen hier rüber. Da hat sich eine Fraktion gegen uns geschaffen. Schon wieder er. Ein Höfling. Weißt du was? Das können wir uns, glaube ich, sparen. Wir sagen zu ihr, sie soll besser wieder Komplotte stören. Ja, und wir haben hier tatsächlich aktuell das Problem. Unser Heer stark dezimiert wird. Und wir schauen uns aber jetzt mal diese Fraktion an. Ja, es ist schon wieder er. Was kann ich denn gegen ihn tun? Wer wäre denn hier Erbe? Wisst ihr was? Ich schaffe ihn jetzt ums Eck. Das reicht mir mittlerweile. Und ich beauftrage, da das Ganze vermutlich etwas länger dauern dürfte. 13 Monate. Nein, hier oben 12. Was passiert, wenn ich unsere Rätin damit beauftrage, den Komplott zu unterstützen? Das bleibt bei 12 Monaten. Es hilft aber, glaube ich, trotzdem. Diener und Meister warten allerdings auf uns. Der Sohn und Erbe von Marmann ist mir treu ergeben. Allerdings könnte ich mit der richtigen Strategie meine Übermacht sogar noch ausbauen. Vielleicht könnte ich Barami verwenden, um meinen Einfluss auf Marmann auszuweiten. Das ist doch hier ein alter Knacker. 52, schaut mal an. Wir könnten ihn als persönlichen Spion senden. Oder wir könnten Barami Lobby opfern. Der ist ohnehin... Der ist ohnehin relativ wertlos für uns. Wir finden bei ihm allerdings eine hohe Meinung. Könnten das natürlich auch als Option wählen, um ihn hier aus dem Weg zu schaffen. Pass auf, wir machen das. Oder?
könnten auf jeden Fall einen neuen Vorzug wählen. Im Dreck wühlen. Ja, wir haben tatsächlich festgestellt, dass das ja durchaus etwas ist, das wir aktuell häufiger tun. Diener und Meister. Man hörte die Schreie im ganzen Gebäude. Herbeieilende Diener fanden Maman verwirrt in seiner Kammer vor der blutigen Leiche von Bamari stehen, sein Messer neben ihm. Ich war alleine im Garten gewesen. Ihr müsst mir glauben, versichert er den Scharen von Höflingen, die sich nach und nach sammeln. Wer soll bitte einen derart fadenscheinigen Ausflucht glauben? Nein, das ist ja hier kein Zitat mehr. Also wer soll dieser fadenscheinigen Ausflucht glauben? Ja, wollen wir ihn erpressen oder? Komm, wir erpressen ihn. Ein starkes Druckmittel. Saufdurst, frommer Lehnsherr. Wir können ihm keinen Titel aberkennen, weil wir nicht der direkte Vasall sind. Ja, das ist wieder das gleiche Spiel. Wer ist denn sein Lehnsherr? Sie hier. Für sie haben wir allerdings, glaube ich, kein Geheimnis, oder? Doch sie ist als Verbrecherin bekannt. Warum kann ich den nicht haben? Wisst ihr was? Ich entziehe ihr den. Titel aberkennen. Und sie hat ja jetzt ihn hier. Kann ich ihr auch den Vasall entziehen? Achso, sie bedenkt bereits ein... Ja, das war jetzt wahrscheinlich der Fehler. Genau, sie hat uns das jetzt allerdings abgegeben. Und was ist hier? Die Wendung des Schicksals, als sich alle Vorbereitungen für das Ableben von Kucho treffe, unterbricht mich ein Page. Diese Mistkröte ist einfach ohne mein Zutun gestorben. Oh Mann. Die finsteren Mächte haben wohl schon sehnsüchtig auf seine Gesellschaft gewartet. So scheint es zu sein. So, jetzt ist die Frage. Jetzt habe ich allerdings kein Druckmittel mehr. Kann ich ihr immer noch trotzdem den Vasall entziehen? Nein. Weil quasi das Ganze jetzt verwirkt ist. Jetzt gehört mir allerdings hier Mann wieder. Nee, das gehört mir schon die ganze Zeit. Mau. Verzeiht. Mau. In Vorodoku sollten wir allerdings mal wieder bauen. Und zwar... Ja, ein Handelsaußenposten ist, glaube ich, nicht verkehrt. Das möchte ich früher oder später abgeben. Ja, und bei dem bin ich mir nicht sicher. Ist eigentlich auch nicht in meinem Herzogtum. Da investieren wir mal aktuell nicht. So, die Belagerungen hier drüben laufen weiter. Und hier haben sich Fraktionen aufgelöst. Wir prüfen mal. Es gibt hier immer noch eine. Das ist er. Ihn können wir theoretisch auch ums Eck bringen. Das ist jetzt, glaube ich, unsere Mordlust. Der muss weg. Der muss verschwinden. Und aufgrund dieses gescheiterten Versuchs müssen wir uns, glaube ich, jetzt auch abreagieren. Und zwar an irgendeinem Gefangenen, den wir wahllos auswählen. Zum Beispiel ihn hier. Ja, er passt besser. Und ja, er muss nun leider etwas leiden. Das tut uns aber sehr leid. Und er
wird nun mit der Peitsche behandelt. So, was ist denn jetzt hier passiert? So, hat die limonische und die kambodschanische Kultur verbunden und damit die lomo-kambodschanische Kultur erschaffen. Wo ist das denn? Und warum ruckelt jetzt hier alles? Das ist ja hier am anderen Ende der Welt. Davon wissen wir doch noch gar nichts, Leute. Mit solchen Unwesentlichkeiten werden wir hier aufgehalten. So, hier wird weiter erobert. Ich will mal parallel in die Sterne gucken. Ein Faber, der erschreckt werden will, ein ansässiger Mystiker mit zweifelhafter Moral und ein erfundenes Omen. Perfekt. Bevor der Mystiker zum Hof von Magia aufbricht, stellt sich nur noch die Frage: Wird mein falsches Omen Glück verheißen oder natürlich den Untergang bringen? Oder wir geben ihm ein gutes Omen. Na kommt, er kriegt ein gutes Omen von uns. Wir legen ihn jetzt so richtig rein. Oh, da müssen wir aufpassen. Er zieht hier mit 4000 Mann heran. Ich breche die Belagerung da oben ab. Wir gehen über den Weg. Ziehen unsere Heere zusammen. Ja, ich dachte, er will uns jagen, tut er aber offensichtlich nicht. Dann bleibt mal hier stehen. Oder ihr geht nach da. Sobald wir hier belagert haben, dürfte das ganze Spiel ohnehin beendet sein. Nein, es wird ein Artefakt verlangt. Wir hätten etwas. Was bildet er sich denn ein? Auf keinen Fall. Was möchte er denn haben? Tongefäß. Meinung von Klerus nun andererseits. Was wir brauchen, das Tongefäß ohnehin nicht, da wir mit dem Klerus wenig zu tun haben. Dann soll er es doch haben. So, der Krieg hier geht gleich zu Ende, hoffentlich. Das tickt hier schon hoch. So, jetzt muss ich aufpassen, was er hier oben vorhat. Unser Bruder wurde eingekerkert. Team. Nun gut, uns soll's recht sein. Und wir ziehen hier zusammen, 100%. Ich hoffe, er beendet den Krieg sogleich. Und unsere Kultur hat die Entdeckung Hauptbuch gemacht. Was bringt uns die? Das müssen wir mal eruieren. Domänenschwelle plus 1. Nun gut, wir könnten noch eine weitere Domäne halten. Tja, und das ist jetzt eigentlich für uns das Zeichen, dass wir hier abziehen können. Und das ist hier der Sieg. Was erhalten wir? 150 Prestige. Nun, das hat sich. Ach so, 75 erhalten wir. Das hat sich nicht so wirklich gelohnt.
Die Frage ist in diesem Krieg hier drüben. Leute, gegen die 1000 Mann, da kommt er ja locker an. Wir lösen hier unser Heer auf, sobald wir wieder in der Heimat sind. Der Trost eines Freundes. Es gibt kaum etwas, was mich sie mehr zu schätzen weiß als die Gesellschaft von Echebna. Djenbar. Djenebar. Entschuldigt. Ah ja. Bringt uns hier etwas Anspannungsverlust. Sehr gut. Das sind Bauvorhaben beendet worden. So, nun müsste ich das Ganze hier auflösen können. Sehr schön. Unser Bruder wurde freigelassen und wir haben mal wieder die schöne Gelegenheit, durch unseren Kerker zu ziehen und zu gucken, was wir hier denn tun könnten. Hier könnten wir Lösegeld fordern. Die bezahlen alle kein Lösegeld. Leute, was ist denn hier los? Ein achtjähriges Kind. Was machen wir denn mit ihm? 20 Meinungen würde es verlieren. Nein, wir schicken es bekehrt in die Heimat. Bei ihm hier ein talentloser Kämpfer. Ja, er wird unser. Achso, er war schon Folteropfer. Ist ja was. Er mag uns ohnehin nicht. Wir sind ein wenig ungehalten zu ihm. Und oder können wir mit ihm Experimente machen? Nö, dann wird er aufgehängt. Tja, und er? Ah, er hat 13 Ansprüche. Das könnte natürlich interessant sein. Halt. Das ist. Ich bin hier immer noch in der Kulturkarte. Wo hat er denn die Ansprüche? Sind die alle bei uns? Wie kommt er denn an diese ganzen Ansprüche ran, sagt mal? Der muss auf jeden Fall weg. Allerdings ein Pionier und ein fähiger Taktiker. Das Kampf. Achso, das Kampfgeschick sehen wir hier. Also wisst ihr was? Der muss verschwinden. Und ja, jemand, der so hohe Ansprüche stellt, der wird bei lebendigem Leib gekocht. Und das Mädel hier, das dürfte gleich verschwinden. Sehr gut. Einwandfrei. So, dieser interne Krieg, der wabert hier immer noch, oder ist das ein neuer? Das scheint was Neues zu sein. Was passiert denn hier? Unsere Tante möchte. Ach, Krieg gegen die Tyrannei. Okay. Nun gut. Sollen die sich da mal gegenseitig die Köpfe einschlagen? Können wir denn kulturell mittlerweile irgendwas wieder machen? Also dieses Thema Mischkultur funktioniert ohnehin nicht mehr. Könnten die Kultur reformieren? Das bringt aber, glaube ich, aktuell nichts. Nö, wir lassen das erstmal weiterlaufen. Und überlegen uns die nächsten Schritte. Wir haben hier immer noch diesen Duffy, der uns massiv hasst, der allerdings mittlerweile übel entstellt ist. Schaut euch diesen Mann an. Tja,
bei ihm wäre nun tatsächlich die Option, ob wir ihn nicht einfach mal. Tja. Wir könnten theoretisch ein Artefakt verlangen. Streitaxt. Überfalltempo plus 15, Kampfgeschick plus 1. Wisst ihr was? Das pressen wir jetzt aus ihm heraus als Wutaktion. Der wird uns das vermutlich auch ohne Gegenwehr herausgeben. Ja, tatsächlich. Seine Meinung ist uns nämlich ehrlich gesagt egal. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir ihn jetzt... Ach so, halt, Moment, haben wir noch aktuell einen Mordkomplott am Laufen? Ich meine nämlich schon. Ja, ja, genau, hier oben. Ja, wie das ausgeht, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer von Blankenburg.